blaue Hortensie von Rainer Maria Rilke. So wie das letzte Grün in Farbentiegeln sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau, hinter den Blütendolden, die ein Blau nicht auf sich tragen, nur von Ferne spiegeln. Sie spiegeln es verweint und ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren. Und wie in alten blauen Briefpapieren ist Gelb in ihnen, Violett und Grau. Verwaschenes, wie an einer Kinderschürze, nicht mehr Getragenes, dem nichts mehr geschieht. Wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze? Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen in einer von den Dolden. Und man sieht ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen.